Der neue Golf ist da. Zur Markteinführung im Autohaus Pirna kamen hunderte Gäste. Die achte Golf-Generation bleibt sich äußerlich treu, innen aber ist alles anders. Nur drei Knöpfe gibt es noch jenseits vom Lenkrad. Alles digital im neuen Golf, das Auto wird zum Smartphone. Der neue Volkswagen ist mit der Außenwelt vernetzt, ein Plus in puncto Sicherheit. Die größten Unterschiede sind eigentlich insofern einmal die Innovation an sich im Fahrzeug, die neue Technologie, die wir da drin haben. Also angefangen bei der neuen Car2X-Technologie ist quasi die Kommunikation zwischen dem Golf 8 und zum Beispiel Verkehrsleitsystemen, Ampeln, auch mit anderen Fahrzeugen möglich. Und wenn jetzt beispielsweise im Golf 8 in dem Verkehrsunfall verwickelt wird, kann dann der Fahrer des anderen Golf 8 davon Informationen bekommen. Der kann dann sagen, okay, hier, lieber Kollege, ich hatte gerade einen Unfall, bitte bremst doch schon mal, und der Golf 8 würde dann schon anfangen, Warnblinkanlage anzuschalten oder auch schon teilweise mit abzubremsen. Unterstützung beim Fahren, Unterstützung beim Antrieb. Den Golf 8 gibt es neben den klassischen Diesel- und Benzinmotoren auch mit zwei alternativen Antriebsformen. Den Erdgasmotor und Hybridvarianten. Der Mild-Hybrid ist dabei besonders erwähnenswert. Gerade auch was jetzt die neue Motorengeneration im Golf 8 betrifft, mit der Mild-Hybridisierung, so nennt sich das Ganze. Das heißt also, dass einige Motoren mit der neuen 48 Volt Bord-Technologie ausgerüstet werden, dass man da einfach jetzt zum Beispiel mehr oder bessere Kräfte beim Anfahren spürt. Also das heißt, das Fahrzeug fährt sofort los, wird elektrisch unterstützt beim Beschleunigen. Der Golf ist für den Volkswagen-Konzern das Flaggschiff. Seit 1974 wurde das Fahrzeug mehr als 35 Millionen Mal verkauft. Damals und heute im Autohaus Pirna können noch bis Jahresende die verschiedenen VW-Modelle verglichen werden. Es ist eigentlich sehr interessant, wenn man die neuen Modelle sieht, sagen ja viele, oh, ich sehe gar keinen Unterschied mehr. Deswegen haben wir mal die ganz alten Modelle rausgeholt, wie zum Beispiel da hinten beim Passat, dass man wirklich mal den Unterschied sieht, das ursprüngliche Fahrzeug zum heutigen. Wenig Zeit, was da technisch alles passiert ist. Wir sind da ein Stück weit schon verwöhnt, was alles passiert, wie viel Technik da Einzug hält. Auf den heutigen Komfort, die neuen Technologien, wer möchte darauf schon verzichten? Schmerzvoll, aber wird der Vergleich beim Preis. Fakt ist, mit dem neuen Golf möchte der Volkswagen-Konzern die Zeiten der Skandale und Negativschlagzeilen endlich hinter sich wissen. Ich denke, VW ist nach den ganzen Geschehnissen der letzten 2-3 Jahre auch ein bisschen in sich gegangen, was ich sehr begrüße, und sagt, weniger ist mehr. Also es sind ein paar Modelle auch jetzt weniger geworden. Man konzentriert sich auf ein paar wenige Modelle. Dazu kommt jetzt das Thema Elektromobilität, auf was wir uns wirklich sehr freuen. Der ID wird ja in Zwickau, nicht weit weg von hier, produziert. So im Mai, Juni werden wir die ersten Fahrzeuge dann hier auf der Straße sehen, und das wird dann wirklich ein Elektrofahrzeug mit guter Reichweite und auch mit einem guten Preis. Gute Aussichten für das Jahr 2020 bei Volkswagen und dem Autohaus Pirna.